Ja, Robert, zum Abschluss eine sehr bittere 5:2 Niederlage beim LASK. Wie war es möglich, so ein Spiel nach so einer guten ersten Halbzeit noch aus der Hand zu geben? Ja, dass wir zu passiv dann geworden sind. Speziell bei den ersten zwei Tore müssen wir einfach viel aggressiver vorne schon das Ganze unterbinden. Und hinten sind halt dann Fehler passiert. Wenn der LASK dann wirklich ordentlich Druck macht, dann kann das natürlich auch passieren. Aber ich habe die Tore jetzt noch nicht gesehen, aber ich bin schon der Meinung, dass wir das einfach besser verteidigen müssten. Und sind aber dann trotzdem wieder herangekommen, kurz vor Schluss, mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Und da habe ich schon geglaubt, wir sind da schon all in gegangen, haben extrem offensiv dann agiert. Und dass wir dann nur zwei Tore kriegen, das ist schon sehr, sehr bitter. Auf der anderen Seite gratuliere einfach der Mannschaft zum vierten Platz, weil das war einfach das Minimalziel. Sicher wäre der dritte wunderschön gewesen, aber auf der anderen Seite, der WRC hat es selbst erledigt und da auch Gratulationen am WRC und ich gratuliere meine Jungs auch, weil das war richtig, richtig stark, was sie jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das so gut funktioniert hat, auch von meiner Seite her und schauen wir mal, wie das nächstes Jahr oder dann zur Saisonstart mit der Qualifikation dann ausschaut. Du hast jetzt angesprochen, Minimalziel, ist das im Prinzip genau das, wofür oder symptomatisch für die ganze Saison einfach, dass man das Minimalziel dann erreicht hat? Scheint so, ja. Aber man sieht schon, dass richtig viel drinnen gewesen wäre in der Saison. Wenn du halbwegs Stabilität drinnen gehabt hättest und das tut dann, glaube ich, im Nachhinein jetzt schon weh, weil der eine oder andere Sieg mehr und du hättest diesen dritten Platz vielleicht schon ein oder zwei Runden vorher erledigt. Aber nichtsdestotrotz, es war nicht so. Wir können jetzt jammern, was wir wollen. Auf der anderen Seite haben wir das geschafft und da müssen wir einfach froh sein drüber und man muss auch dem Verein jetzt einfach Schritt für Schritt jetzt die Zeit geben, dass er sich weiterentwickelt.